Was geht ab, meine Wunschkinder? Soeben hat Ubisoft einen neuen Trailer zu der neuen Season veröffentlicht, der sehr interessant ist. Wir gucken ihn uns mal gemeinsam an und analysieren danach ein wenig. Stress test, got a hook. Previous session terminated after unacceptable levels of cervical acceleration deceleration. Commencing test, now. 2.001, unsuccessful. Stress test, 2.002. Mm-hmm. 2.217. 217 meets safety design criteria. Volatility test. Vulcan Shield version 1.001. Jordan, if you're watching this, you owe me a drink. Ich bin etwas überfragt, ob es sich hierbei um einen neuen Attacker handeln soll oder sogar ein neues Gadget für die Attacker, denn es wird nicht klar gesagt, dass es ein neuer Attacker ist. Wir hören im Hintergrund Mira sprechen, die zwei Geräte testet. Zunächst wird ein Grappling Hook getestet, der mehrere Versuche fehlschlägt. Eine Puppe wird mit hoher Geschwindigkeit durch ein Fenster katapultiert, was darauf schließen lässt, dass es wirklich ein Angreifer-Gadget sein soll. Das zweite Gadget scheint ein mobiler Schild zu sein, das explodiert, wenn man dagegen schießt, beziehungsweise wird etwas an dem mobilen Schild befestigt, was diesen dann explodieren lässt. Also meine Vermutung ist, dass der Attacker den Grappling Hook bekommt, was eigentlich klar sein sollte. Der Verteidiger soll dann statt dem ganzen Schild wohl den Kanister bekommen, der befestigt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass der Defender als Sekundärgadget einen mobilen Schild hat und dann diese Kanister daran befestigen kann. Ich denke mir, er hat vielleicht zwei Stück davon. Also er hat zwei von den Kanistern, nicht von dem mobilen Schild. Die Frage ist nur, was passiert, wenn man dort gegenschießt? Es kann eine Explosion hervorrufen, wie im Video gezeigt, aber es kann auch sein, dass sich daraufhin Feuer ausbreitet, wie bei Capitaos Feuerpfeilen. Am Ende sagt Mira: Jordan, when you're watching this, you owe me a drink. Mit Jordan ist wohl unser guter Jordan Trace gemeint, besser bekannt auch als Thermite. Ich bin echt mega gespannt darauf. Das klingt alles nach zwei sehr interessanten Gadgets. Vor allem frage ich mich auch, wie stark die Explosion von diesem Schild bzw. von dem Kanister ist und was die Explosion so alles mitreißen kann. Was denkt ihr? Instagram ist in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.